Hallo, mein Name ist Ralf Adelsbach. Ich bin Finanzcoach und Finanzexperte für profitable Geldanlagen. Ich möchte dir zeigen, wie du mit einer intelligenten Produkt- und Anlagestrategie überdurchschnittliche Renditen erzielen kannst. Und außerdem möchte ich dich vor Fehlern bei der Geldanlage bewahren. Und wie versprochen, möchte ich euch heute meinen kurzen Jahresrückblick geben. Was ist so an den Märkten und an den Börsen und in der Welt passiert? Ja, das Jahr hat für die Börsen sehr gut begonnen. Wir standen im Februar beim deutschen Aktienindex auf Allzeithoch bei 13.784 Punkten. Es schien alles gut, dass es positiv weitergeht, doch dann kam ein unerwartetes Ereignis. Und dieses unerwartete Ereignis an den Börsen nennt man einen schwarzen Schwan. Und dieser schwarze Schwan, wie ihr euch denken könnt, war Corona. Ja? Corona hat sich in der ganzen Welt ausgebreitet und was waren die Folgen? Die Folgen waren, die Märkte sind fast kollabiert, es waren wahnsinnige Schwankungen an den Märkten, teilweise Tagesverluste über 10% und sowas ist wirklich sehr außergewöhnlich, solche Schwankungsbreiten. Und das hat dazu geführt, dass der DAX zwischenzeitlich 35 bis 40% im Minus war, bei 8.340 Punkten. Das war der vorläufige Tiefstand dieses Jahr. Ja, was ist dann passiert? Es gab den Lockdown, unseren ersten Lockdown im Frühjahr. Die Welt stand still. Ja, man hat gedacht, nichts geht mehr. Es gab Lieferengpässe. Schiffe standen in den Häfen in aller Welt und sind nicht weitergefahren. Und ja, es war eine Ungewissheit da, keiner wusste, wie es weitergeht. Ja, aber Gott sei Dank haben die Staaten und die Notenbanken relativ schnell reagiert und mit großen Summen die Märkte und die Wirtschaft gestützt, dass es eben eine Erholung dann relativ schnell gab. Ja, was war noch außergewöhnlich? Der amerikanische Ölpreis, WTI, das ist die amerikanische Ölpreissorte, notierte erstmalig in der Geschichte im Minus. Also ist sehr kurios und bedeutet, wenn jemand zu diesem Zeitpunkt dieses WTI-Öl gekauft hat, hat kein Geld dafür bezahlt, er hat noch Geld dafür bekommen, dieses Öl abzunehmen, weil die Lager bis unter die Decke voll waren. Und jeder der Meinung war, okay, die Wirtschaft steht still und die Nachfrage lässt extremst nach. Zudem gab es in diesem Jahr den Handelsstreit, der ja immer noch anhält zwischen den USA und China. Beide Staaten belegen sich gegenseitig mit Handelszöllen, war natürlich auch nicht unbedingt förderlich für die Börsen und natürlich auch die Never-Ending Story der Brexit. Und man hat es tatsächlich noch in allerletzter Sekunde geschafft, eine Einigung zu erzielen. Und ich habe heute Morgen im Radio gehört, dass heute in allerletzter Minute die Verträge zwischen UK und der EU unterzeichnet werden sollen. Ja, was auch Neuland ist, zumindest für den Privatanleger, sind Minuszinsen. Ja, es werden nicht nur mittlerweile Banken und Großanleger mit Minuszinsen belastet, sondern auch vermögende Sparer ab einer gewissen Guthabensumme auf den Konten wird jetzt auch schon die Minuszinsen an die Privatanleger weitergegeben. Ein bestes Beispiel ist die ING DiBa, die setzt das mittlerweile auch schon um. Ja, das waren sehr viele negative Dinge. Zu was hat das geführt? Ja, die Märkte konnten sich erholen, auch der deutsche Aktienindex konnte sich erholen. Und wenn man jetzt mal sieht, was ist passiert vom April, sage ich mal, vom ersten Lockdown bis jetzt, ist es so, als hätte man eine Schlaftablette genommen. Ja, nichts ist passiert. Wenn man sich im April hätte schlafen gelegt und würde jetzt heute wieder aufwachen und schaut sich die Märkte an, da könnte man denken, okay, nichts passiert, war ein ganz normales Jahr an den Börsen. Ja, das heißt, in Deutschland sind wir gut weggekommen. Wir stehen quasi auf der Nullschwelle im DAX im Moment. Während in den USA haben wir neue Höchststände erreicht. Ja, in allen Märkten, allen voran die Technologietitel, haben natürlich von Corona profitiert und stehen auf absoluten Höchstständen. Gold konnte sich auch sehr gut entwickeln. Ist natürlich so, wenn Unsicherheiten am Markt sind, profitiert Gold davon.
Der Goldpreis war auch wieder auf einem Hoch bei 2000 US-Dollar gestanden. Im Laufe des Jahres sind die Gewinne aber wieder ein bisschen abgebröckelt. Ja. Also die Nachfrage nach Gold ist weiterhin da von den Privatanlegern, von Staaten. Überall werden die Goldbestände aufgebaut. Gold ist ja eine alternative Währung. Ja, und wenn wir bei alternativen Währungen sind, was gibt es noch als alternative Währung? Ja, mittlerweile muss man den Bitcoin oder auch Kryptowährungen wirklich ernst nehmen. Das sind keine Zockerwährungen, sondern das sind digitale Währungen, die ihre Daseinsberechtigung haben. Und wenn man sich den Bitcoin anschaut, der Bitcoin hat sich dieses Jahr verdreifacht. Das heißt, hätte man Anfang des Jahres sein Geld in Bitcoin angelegt, also nicht unbedingt in die echten Coins, sondern man hätte von dem Anstieg des Bitcoins auch per ETF oder ETN profitieren können, hätte man sein Geld verdreifacht. Ja, also wie gesagt, Bitcoin sollte man auch für die Zukunft auf jeden Fall im Auge behalten. Ja, was gab es noch Außergewöhnliches? Die US-Wahl, ja, hat uns sehr lange beschäftigt und ich muss sagen, ich war sehr froh, dass irgendwann in den Medien nicht mehr nur Corona an erster Stelle stand, sondern zwischenzeitlich waren es dann die US-Wahlen. Es war ja ein absoluter Krimi, wo sich der neue Präsident, der Joe Biden, dann doch schlussendlich durchgesetzt hat und ja, mittlerweile hat auch der Donald Trump akzeptiert, dass er wohl verloren hat und der Amtsübergang findet jetzt so langsam statt und ist dann letztendlich im Januar wird es vollzogen. Ja, wir haben Hoffnung für die Zukunft, weil es ja mittlerweile einen Impfstoff gibt und kann man ein bisschen stolz sein, dass ein deutsches Unternehmen, nämlich BioNTech, und Pfizer, also BioNTech hat mit Pfizer kooperiert, mit den ersten waren, die einen Impfstoff auf den Markt gebracht haben, einen sicheren Impfstoff, der eine Wirksamkeit von über 90% hat. Ja, auch ein amerikanisches Unternehmen, Moderna, ist soweit und hat auch einen Impfstoff gebracht. So können wir doch relativ positiv in die Zukunft schauen. Ja, und was ist das Fazit? Fast alle Märkte stehen auf Rekordhochs, was keiner erwartet hätte, dass es in der Geschwindigkeit geht. Zum anderen muss man sagen, Geduld zahlt sich manchmal aus. Ja, nicht immer gleich die Flinte ins Korn werfen, nervös werden, alles verkaufen. Man muss auch manchmal Geduld haben. Ja, aber was wir jetzt gemacht haben, ist der Blick in die Vergangenheit. Das heißt, wir haben jetzt zurückgeblickt auf die letzten 12 Monate. Und die letzten 12 Monate können wir leider nicht mehr verändern. Wir können auch von der Performance der letzten 12 Monate nicht mehr profitieren. Was jetzt viel wichtiger ist, wir müssen in die Zukunft schauen. Ja, und da möchte ich euch dann auch noch empfehlen. Schaut euch meinen wöchentlichen Blog an, meinen Finanzblog, der am 8. Januar immer wöchentlich startet. Immer freitags werde ich Videos, kurze Videos mit Empfehlungen, mit Tipps bereitstellen, damit ihr euch da einiges rausziehen könnt. Und noch eine Empfehlung für euch zum Schluss. Sucht euch einen Experten, versucht es nicht alleine zu machen. Es ist nicht einfach, richtig und profitabel Geld an der Börse anzulegen. Man kann viele Fehler machen, auch viel Geld verlieren. Und ich gebe euch ein Beispiel. Ja. Ich habe mir einen Wirbel ausgerenkt. Ja, und ich werde heute nach Dettelbach fahren, 70 Kilometer zum Michael Hoffmann, das ist ein Chiropraktiker, und der wird das wieder in Ordnung bringen. Und ja, es wird mich Geld kosten, es wird mich Zeit kosten, es wird mich Geld kosten, aber ich gebe mich in die Hände von einem Experten. Ja, und da weiß ich, es ist hundertprozentig. Und ich fange auch nicht an, um Geld zu sparen und mache das selber, ja, und versuche mich da selber auszurenken und mache das Ganze vielleicht noch schlimmer. Und deswegen der Tipp an euch, sucht euch einen Experten, der sich an den Märkten wirklich auskennt, ja, der auch belegen kann, dass er Experte ist, dass er gute Performance erzielt und dann seid ihr wirklich in guten Händen. Ja, ich möchte Dank sagen, dass ihr heute dabei wart und hoffe natürlich, dass ihr ab 8. Januar auch immer regelmäßig in meinem Blog dabei seid. Dann wünsche ich euch einen guten Jahresabschluss.
Ja, bleibt zu Hause und ja, dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Jahr regelmäßig hier sehen. Ciao.